So, das Problem ist, wenn wir Fackeln setzen, sehen wir natürlich gleich trotzdem nichts mehr, weil wir die ja natürlich, wir müssen ja alles wegruppen. So. Hell erleuchtet. Okay. Dann, ich glaube, dass, na gut, hell erleuchtet ist jetzt vielleicht was anderes. Oh, warte mal, da ist noch was drauf. So, ist alles Oakwood. Ist mir fast egal, haben wir wirklich schon, also Oakwood haben wir tatsächlich. Wir brauchen ja eigentlich eher Junglewood, das zufällig genau daneben wächst. Okay. So, wir machen erstmal das Holz weg. Immer, ja, jetzt fliegen hier immer, ich fliege tatsächlich über diese Pollen rum, als hätte ich gerade Kapok Tuft im Gesicht. Flog mir gerade voll in die Pharese. So, das machen wir. Beim Berg, wir können ja auch mal TNT einsetzen, vielleicht machen wir es mal hier oder da mal. Aber generell hauen wir den natürlich händisch weg. Kraft unserer eigenen Hände. Ich weiß gar nicht, wie viel Gunpowder wir überhaupt haben. Ich glaube nicht genug. So. Nichts? Nein. Ich sehe gerade auch nichts. Hilfe. So, jetzt erstmal wieder hoch. Das kommt weg. Ich sehe nichts hier oben. Ah, zum Glück. So, okay. Dann wollen wir mal. Ah, hier ist noch, hier ist ja noch was. Die müssen wir leider, obwohl, bei dem hier bin ich mir noch nicht so sicher. Sollen wir den hier auch wegreißen? Wieso fehlt denn? Hä? Was ist denn da passiert? War ich das? Nee, ne? Wieso sollte ich das machen? Da fehlt einfach was im Stamm. Ich überlege gerade, ob ich den vielleicht lassen soll und dann zwischendurch, dass wir zwischendurch quasi immer mal einen Dschungelbaum haben, damit wir quasi so, ne, so hier Übergänge machen können. Wenn wir dann hier hingehen, können wir quasi über diese, über den Überweg oder so. Ja, mal schauen. Boah, das wird gar nicht so leicht, wie ich gedacht habe. Wenn man jetzt noch was, wenn man jetzt noch in Zukunft was plant, ne, mit den Sachen, wenn man jetzt tatsächlich überlegt, lass mal den Baum da, also diesen hier sowieso nicht, ne, das hier ist, pass mal auf. Irgendwie so ein Doppelbaum. So. Den nehmen wir mit. Ah, kann ich auch ja nicht. Hier muss ich mal ganz kurz den hier abschnabulieren. Der kommt weg und dann können wir hier nämlich aber drauf. So. So, Alter, schon wieder das Lied? Jetzt reicht's aber. Warte mal. Irgendwas ist hier. Macht der nicht random? So, machen wir random. Dann hauen wir den hier weg. Ich glaube, oben ist das noch der große Baum. Die Frage ist tatsächlich, ich weiß noch nicht genau, ob ich den großen Baum wegmachen soll, weil, ich meine, das Holz wäre natürlich gut zu gebrauchen. Ich weiß noch nicht genau wofür, aber ja. Aber vielleicht nehme ich den großen Baum tatsächlich für so eine Art Hängebrücke rüber in den Dschungel. Ich weiß es noch nicht genau. Ich weiß auch nicht genau, wie man eine Hängebrücke baut. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe das noch nie gemacht. Andererseits steht der auf dem Berg. Der muss eigentlich weichen. Und ich weiß nicht genau, ob ich dann... Aber von dem Berg, von diesem Baum hier eine riesige Hängebrücke darüber zu bauen, wäre, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Aber vielleicht... Ich mache den hier weg und wenn wir einen brauchen, mache ich den strategisch anders. Ich mache den dann einfach... Ich baue den einfach anders. Oder anderswohin. Vielleicht zum Beispiel in den Sumpf. Hier, irgendwo ins Wasser rein, da so auf die Mitte. Dann haben wir da noch einen schönen Baum und dann können wir da quasi eine Hängebrücke machen. Aber nicht mit diesem Baum, sondern wir machen uns da... Machen uns was Eigenes. So. Dauert ein bisschen länger gerade, weil ich hier wieder im Kriechmodus bin natürlich, auf dem Ding. So, und natürlich sieht man hier oben nichts. Mach ich mal so. Oh, war die letzte Fackel. Großartig. Jetzt weiß ich noch nicht genau, ob wir da natürlich auch nach oben kommen. Ja, da wären wir nach oben gekommen, hätte ich das nicht abgerissen. So, hier kommt man nicht nach oben, aber... Ja, da kommen wir auch nicht nach oben. Ehrlich gesagt, ich kann mich ja vielleicht so hochbauen, oder? So. Dann schaue ich mal. Ich mache mir dann einfach so ein Staircase nach oben, ne? Was jetzt natürlich nicht mehr geht, weil ich über mir was abgerissen habe. Na gut, vielleicht brauchen wir gar nicht so weit nach oben.
Vielleicht aber auch doch. Ja, das war nicht so schlau. Egal, wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Wie war das mit dem Dschungelbaum? Brauchen wir 4x4 Saplings, ne? Um den zu setzen. Nicht 4x4, wir brauchen einfach 4, also 2x, also 1x4, Mann. Also wir brauchen 4 Saplings, um so einen Riesenbaum zu setzen, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, wir können die auch selber machen. Okay, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich nach oben? Ich habe keine Erde mehr mit. Ich muss leider... Ja, hilft ja nichts. So. Das kriegen wir hin. 2x2, 4x4. Ist doch alles Mathematik. So. Und dann würde ich sagen, hier skyzen wir nochmal durch. So. Ich hoffe nur, wir kriegen dann unten auch... ich will da nicht runterfallen. Der ist auf jeden Fall erledigt. Ich hoffe, wir kriegen unten auch noch ein paar Saplings. Nicht, dass die alle despawned haben inzwischen. Müssen wir mal schauen. So, jetzt wird's interessant und dunkel. So, ich hoffe nur, wir müssen noch eine Axt haben. Na, oh, Alter, ich dachte schon. Ich dachte, das wär's gewesen mit mir. So. Dann mach ich das mal von hier oben einfach, dann baue ich das mal so runter. Saplings sehe ich gerade aber keine. Ich sehe Kapok Tuft ohne Ende, aber ich sehe keine Saplings. Ist hier noch was? Nee, ne? So, da lag noch irgendwas drauf. So, der Baum ist weg. Dann haben wir den ersten Baum schon weg. Und jetzt müssen wir halt nur noch irgendwie den anderen. Vielleicht sollte ich, pass auf, ich hole mal gleich, ich mache mal gleich irgendwie ein Bett rüber oder sowas, ne? Kann man mit diesem Kapok Tuft eigentlich auch Wolle basteln? Ich meine, das müsste doch eigentlich, ist doch sowas wie Baumwolle, oder? Was ist das? Kann man daraus nicht Wolle basteln und dann können wir uns hier ein schönes Bettchen machen oder irgendwie sowas? So, hier nochmal schnell alles einsammeln. Arm juckt. Ich sammle hier nochmal schnell, ganz schnell alles ein. Flup, 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 flup. Flup, 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 flup. Flup, flup, flup. Halt hier rüber und flup und flup, 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 flup. Und das sollte es hier gewesen sein. Dann können wir jetzt hoffentlich irgendwie nach unten. So, es ist gerade arschdunkel, aber ganz ehrlich, es wird gerade wieder Tag. Lohnt sich gar nicht, jetzt noch schlafen zu gehen. Aber es müsste eigentlich gehen, dass wir uns... Was? Aua! Aua! Was? Poison Ivy! Ach, du dreckige Sau! Du dreckige Sau! Da hat sie mich gekriegt wie Batman. Okay, so, hier gehe ich mal ganz kurz rüber. Hier liegt nichts mehr. Ich grabe noch mal ein bisschen hier im Wasser ab, ne? Was so ins Wasser gefallen ist. Ich glaube, Saplings habe ich jetzt nicht so viele gesehen, ehrlich gesagt. Bin ich ein bisschen enttäuscht. So, hier easy going. Hier, easy going, hier ist nichts. So, dafür müsste jetzt der Berg ein bisschen kahler aussehen. Und das wird für immer da bleiben. Dieses Stück wird für immer da bleiben. Es wird uns immer daran erinnern, dass hier einst mal stolze Bäume standen. Und schon ist der Berg nur noch... Ist das noch... Nee, ich sag mal Kapok Tuft. Schon ist der Berg nur noch halb so groß. Ist das Kapok Tuft? Nein, das sind immer Blumen. Ja, auf jeden Fall, es sieht jetzt wesentlich reeller aus, dass wir da bald durchkommen. So, jetzt ist die Frage... Ah. White Kapok Block, okay. Das ist ja interessant. Climbing Cactus, okay. 15 Dschungelsaplinge, das sind leider nicht so viele, ehrlich gesagt. Ich habe mir mehr erhofft, muss ich zugeben. Können wir mit der Wolle jetzt tatsächlich... Also dazu brauche ich erstmal eine Workbench. Ich mache mal eine Workbench gerade hier hin. So, geht das? Wenn ich jetzt hier unten Holz mache und dann mache ich hier oben Kapoktuft? Es geht. Da können wir uns noch ein Bettchen machen. Da haben wir noch ein Bett to go, ne? Also immer so ein Bett to go. Generell, ich habe noch ein Bett to go übrig. Das haben wir immer. Ich habe ja vorne am Eingang, habe ich ja diesen Rucksack, habt ihr gesehen. Das ist der Reiserucksack. Das ist der Reiserucksack und da, ja. Was wir brauchen, sind auf jeden Fall auch Schaufeln.
Dazu brauche ich noch Silber. Okay. Den Berg abbauen. Traurig tatsächlich. Das ist, ja. Aber ich glaube, ohne Berg wird es tatsächlich ein bisschen hübscher aussehen und wir können das Ganze noch ein bisschen aufhübschen da hinten. Ich weiß nicht genau, ob wir da jetzt noch Felder hinmachen. Weiß ich nicht, weil da ist ja dieser See dahinter, glaube ich. Ich glaube, Felder würden da nicht hinpassen. Wir könnten das hier vielleicht verlängern. Ist das nicht Blackfacing? Ich verklag das Schaf. Ja, auf jeden Fall, da müssen wir mal gucken. So, das hier, Netherrack. Wir müssen übrigens auch nochmal, müssen wir einen Nether? Ja, wir brauchen Glowstone. Wir müssen nochmal einen Nether für viel Glowstone. Und wir müssen auch nochmal Obsidian holen. Wir müssen also nochmal eine Höhle. Gut, was soll ich machen? Ach, weißt du was, die Saplings und so, kann ich jetzt alle einsortieren, oder? Pass auf. Ich mach mal eben so. Jungle Sapling. Den Climbing Cactus haben wir noch nicht. Den kann ich nicht einsortieren. Und die Kapok-Tuft-Wolle kann ich auch noch nicht einsortieren. Das Bett will ich behalten. Aber Kapok-Tuft kann ich einsortieren. Und die Saplings natürlich hier. So, Climbing Cactus weiß ich gar nicht. Muss ich mal gucken. Hau ich jetzt mal eben, wenn wir schon mal dabei sind, so ein schöner Kaktus. Ne, die Grassorten waren ja unten. So, hier in unser schönes Grassortenregal, da müssen wir mal gucken. Ich glaube, Climbing Cactus ist neu. Und alles, was grün ist, ist halt hier drin. Guck mal, hier sind Kakteen, da haben wir Climbing Cactus und da haben wir so einen Golden Saguaro, der Gute. Haben wir einfach mal reingemacht. So. Prima, prima, prima. Dann hätten wir das. Es gibt immer noch was ich machen würde gerne. Ich weiß noch nicht genau, wo wir das hinmachen, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht genau, wo wir das hinmachen. Wir haben ja hier unseren Bienenstock, ne? Hier unseren Bienen. Was machen die Bienen eigentlich? Ja, denen geht's gut. Die sind immer noch produzieren. Vielleicht dahin, wo das Ding jetzt ist? Vielleicht dahin, wo... Also pass auf, was ich machen möchte, ich möchte gerne ein Treibhaus. Ich möchte gerne ein Treibhaus basteln. Ne, schön mit Glasdach und lalala, wo man unten so ein paar Setzlinge hat. Ich kann das gerade gar nicht erklären, aber ich glaube, es wird furchtbar gut aussehen. Und es würde auch super zu unserer Bude passen. Ich weiß nur nicht genau, wo wir das hinbauen. Und die Frage ist, mache ich das zum Beispiel jetzt dahin, so inmitten von Wasser, wo jetzt der Berg ist? Ich weiß nicht genau, wo ich das sonst hinmache. Ich will das unbedingt machen, weil ich weiß, es wird extrem gut aussehen. Ja, weißt du was? Komm, den nehmen wir gerade mit. Doppelklick. Hier, Doppelklick. Da, Doppelklick. Da. So, die Königin können wir auch mitnehmen. So, Doppelklick. Na toll, hat er gut funktioniert. Doppelklick. Dann, hallo? Hä? Doppelklick. Ach so, der sammelt dann alles ein. Ah, okay. Ah, die kann ich ja nicht stecken. Ja, auf jeden Fall so ein Treibhaus, da hätte ich extrem Bock drauf. Also so ein Wintergarten quasi. Ich weiß noch nicht genau, wo ich das hinsetze. Ich habe das schon im Kopf. Es wird ganz anders aussehen als das, was wir damals mal hatten im alten Minecraft. Es wird ganz anders aussehen. Ich weiß aber nur nicht, wo ich das hinsetze. Vielleicht dahin. Es würde gut zum Feld passen, zu dem Feld hier, ne? Und wir könnten so einen Weg dahin bauen. Ich weiß noch nicht genau, wie man da hinkommt. Hier wäre eigentlich auch... Naja, aber hier, wenn du so von oben drauf guckst, wäre das irgendwie nicht so schön. Da mag ich aber diesen auslaufenden Hügel. So, pass auf, wir haben ja noch Königin en masse. So, habe ich hier eigentlich irgendwas drin? Nee. Da können wir theoretisch ja mal den Honig gerade ausbringen. So, dann machen wir uns hier die aus den Honigwaben, machen uns den leckeren Honig. Und dann würde ich sagen, zwei Raupen behalten wir. Den Rest packen wir da rein. Wir haben noch vier Königinnen. Wir können also noch ein riesiges Feld machen tatsächlich. Und jetzt mache ich mal ganz kurz den hier. Huch. Hä? Ach nein, ach umgekehrt, ich bin ja doof. So, Entschuldigung. So, dann das hier.
Und zack, haben wir zwei neue Königinnen und die fügen wir jetzt wieder in die Bienenstöcke ein. Dann können die schön weiter Honig produzieren. Zack. Easy. Okay, jetzt natürlich die Frage. Ja, wir machen uns Schaufeln. Ein Bettchen haben wir dabei. Wir machen uns mal eben Schaufeln, dann können wir da gleich anfangen, den Berg abzutragen. Ihr könnt euch auch schon mal ein paar Themen überlegen. Ich mach mal eben... So, Axt haben wir noch, Spitzhacke haben wir noch. Die habe ich noch aus alten Adventures quasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. So. Zack, zack. Zack, zack. Haben wir ein paar Schaufeln. So, die Schaufel mache ich mal... Nee, die Schaufel mache ich mal wieder hier hin. Das jetzt... Oh, das ist wieder unser Heimbedarf hier quasi. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal runter. Autsch. Oh Gott. Spitzhacken haben wir ja noch, ne? Also ich hoffe, das wird natürlich... Ich hoffe, das wird reichen. Ich hoffe, das wird reichen. Ich hoffe ganz stark, dass es nach was aussehen wird. Ich weiß es nicht genau. Lass uns überraschen. Ich hätte das vielleicht vorher austesten sollen. In einem geheimen Spielstand. Habe ich aber nicht gemacht. So. Ja, damit herzlich willkommen bei einer weiteren... Ich weiß nicht, wie soll ich es nennen? Terraforming oder Erdeklatschen-Session? Das, auf jeden Fall, die Erde werden wir natürlich super gebrauchen können für spätere Terraforming-Aktionen und so weiter. Wir haben auch noch eine Menge vor. Wir müssen ja noch drüben, da wo wir den Weg gebaut haben, ne, diesen ganz langen Weg da hinten, da wollte ich ja eh noch ein Dingens machen. So ein... Ja, wie heißt es denn? So ein Baumgarten, eine Baumschule, wie auch immer man das nennen möchte. Sowas wollte ich da noch hinbasteln. Das heißt, wir haben noch eine Menge zu tun. Und immer wenn ich Erde klatsche, ich bin ganz ehrlich, immer wenn ich Erde klatsche in Minecraft, ich muss immer wieder, muss ich daran denken, wie ich damals, ich weiß gar nicht, in Alphasien, dieser Name ist so furchtbar, wie ich dann damals, ich habe damals, glaube ich, über Flüge.de über die Werbung gequatscht, und irgendwas über Leute, die Werbung machen und bla bla bla, wo man aber schon merkt, dass... Die haben doch mit dem Produkt nichts zu tun, was mich sowieso wundert, ehrlich gesagt. Ich habe, glaube ich, über Rainer Kallmund und Flüge.de, darüber haben wir gequatscht. Ich weiß nicht genau, was, 100%ig kriege ich es nicht mal zusammen, aber was mich persönlich ja auch immer so ein bisschen wundert, ne, also, es gibt ja zum Beispiel bei YouTubern gibt es ja ganz oft mit diesem, auch mit Product Placement und Werbung und aber es ist ja nun mal so, tatsächlich, ich frage mich, wo der Unterschied liegt, zum Beispiel, ob jetzt im Fernsehen so ein Kalli Kallmund, ne, ob der jetzt Werbung für Flüge.de macht, was ja noch einigermaßen authentisch sein kann, oder ob jetzt Karl Dall irgendwie Werbung macht für Abführmittel oder keine Ahnung, was es da nicht alles gibt, und da ist das gesellschaftlich akzeptiert und keiner sagt irgendwie, der lügt doch, das benutzt er doch gar nicht selber, der wird nur bezahlt dafür. Zum Beispiel hier, wie heißt der nochmal, hier dieser... Wer war denn das nochmal? Der hat ja auch immer Werbung für Flüge.de gemacht, hier Fußballer. Wie heißt er nochmal? Ballack, der Ballack. Macht dann Werbung für irgendwas Flüge oder ab in den Urlaub, irgendwie sowas, ne? Und dann, wo du ja auch denkst, Alter, der bucht doch seine Flüge nicht über ab in den Urlaub oder seinen Urlaub nicht über ab in den Urlaub. Erstens mal lässt er seinen Urlaub buchen vom Management oder sonst irgendwas. Der hat da Leute, die das machen. Und zweitens mal nimmt er nicht eine Pauschalreise nach Kleinglausewitz, weißt du, wo er dann irgendwie den Bauernhof besucht oder dann irgendwie in Araguay in so einem, an so einem Hotelpool liegt oder sonst irgendwas. Deswegen, ich verstehe es einfach nicht. Oder hier dieser 1&1-Mann, der mir versichern will, dass 1&1 ganz super ist, obwohl ich selber damit eigentlich echt schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ist meine persönliche Erfahrung. Kann jedem anders gegangen sein. Ist nur meine persönliche Erfahrung. Aber ganz ehrlich, du denkst dir doch, wobei der 1&1-Mann ist halt kein Prominenter. Aber du, wieso fragt man sich da nicht irgendwie oder wieso sitzt man nicht vor dem Fernseher und denkt sich, Alter, Junge, das glaubt dir doch keine Sau. Nee, irgendwie beim Werbefernsehen, vom Fernsehen selbst, dann sitzt du da und denkst dir immer, ich geh mal schlafen. Ah, interessant, Blockname. Und denkst dir einfach, ja, ist halt einfach akzeptiert. Ne, ist einfach akzeptiert. So, aber du frisst es ja trotzdem, du konsumierst es ja trotzdem, und du denkst dir halt einfach nichts mehr dabei. Wobei ich auch nie verstanden habe, ehrlich gesagt, ich hab nie verstanden, warum man dafür überhaupt
in Anführungszeichen Prominente nimmt. Das habe ich nie verstanden. Weißt du, ob jetzt der Ballack bei abinurlaub.de bucht oder nicht, das ist mir doch völlig Latte. Das ist mir doch scheißegal. Was interessiert mich das? Ich meine, gut, der kann Fußball spielen oder der kann Urlaub machen. Das freut mich sehr. Aber ganz ehrlich, ist denn jetzt nur, weil der Ballack da bucht, ist das eine gute Plattform? Ist das deswegen eine super Plattform oder welchen Impact hat das? Ob jetzt bei Feri Ultra, ob jetzt irgendeine Hausmutti oder sonst irgendwas, ob die jetzt mit Feri Ultra spült oder sagen wir mal, wen gibt's denn alles noch so, Helga von Sinn oder sagen wir mal Rihanna. Ja, Rihanna macht Werbung für Feri Ultra, klar, kennt jeder. Das ist interessant. Weißt du, sowas ist, wieso, das Interessante ist einfach, wieso soll das mehr glaubwürdiger sein als irgendwer anders? Wieso zahlt man diesen Leuten so viel dafür, dass sie sich vor die Kamera stellen und natürlich Leute frech anlügen? Ja, sind wir mal ehrlich? Also, wenn die nicht überzeugt vom Produkt sind, dann lügen die einfach bewusst. Die lügen die Leute an, die ihnen vertrauen. Ja, machen wir es einfach mal so. Oder wenn jetzt irgendwer, kleiner Seitenhieb, wenn jetzt irgendwer, der sowieso schon schlank ist, plötzlich aus dem 0815-Bereich einfach, wo du genau weißt, okay, das ist nur für Geld, wenn der plötzlich Werbung macht für irgendeinen Detox-Scheiß für Kinder. Verstehst du? Damit Kinder sich detoxen und vergiften, ihre jungen kleinen Körper, und du weißt genau, okay, da verkauft einfach nur jemand wieder seine Zielgruppe. Mehr ist da nicht passiert. Die Kinder glauben das natürlich, die wissen es nicht besser. Da ist nochmal so eine Vertrauensperson, weißt du? Aber generell frage ich mich halt, was bringt es Promis? Ja, weiß ich nicht. Sitzt dann da der Vorstand und denkt sich, yo, wir haben hier ein Abführmittel. Wenn das der Ballack präsentiert, ist das viel glaubwürdiger. Also ganz ehrlich, wenn ich mir ein Abführmittel kaufe, dann gehe ich doch einfach nach der Wirksamkeit. Ich denke mir doch einfach, okay, ich muss mal abknarzen. Ja, ich habe hier Probleme. Oh, Marbel. Aber es ist falsche Marbel. Schade. Ich muss mal fett abknötern. Ich habe hier echt eine mega Verstopfung. Ah, der Ballack weiß, wie es geht. Weißt du, der ist doch kein Fachmann. Der ist doch kein Experte. Das verstehe ich nicht. So. Echt? Heidi Klum hat Werbung für McDonald's gemacht? Ist das wahr? Weiß ich gar nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil ganz ehrlich, wie soll ich denn Heidi Klum bei McDonald's vertrauen? Weil der weiß ich doch genau, die würde da niemals essen. Die steht vor McDonald's und schnappt Luft. Oder isst, vielleicht geht ihr da rein und isst die Servietten. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es gar nicht. So, auf jeden Fall, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe vor allen Dingen nicht, warum Leute sich davon einlullen lassen. Ich überlege gerade, gut, ich bin jetzt kein Weltfußballer. Ich mache letzten Endes natürlich Videos auf YouTube. Ich überlege gerade, wofür würde ich Werbung machen? Wofür würde ich Werbung machen, wovon ich aber auch überzeugt bin? Was nutzt man denn so alles? Ich weiß es gar nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich achte nie darauf, was ich nutze. Wenn ich eine Margarine kaufe, dann kaufe ich mir eine Margarine. Aber ich weiß gar nicht. Ist es eine Rama? Ist es eine von diesem komischen Ding mit dem Kleeblatt? Ich wüsste es gar nicht. Ich wüsste es überhaupt nicht. Für Spiele mache ich gerne Werbung. Unbezahlt aber. Aber würde ich dann einfach bewusst meine Zuschauer oder die Leute, die Vertrauen in mich setzen, ne? Würde ich die verkaufen als, weiß ich nicht, als, ich rede da jetzt nicht von mir, ich rede jetzt zum Beispiel von einem Ballack oder sonst irgendwas. Ist ja egal. Irgendein Prominenter, der eben Werbung macht von Sachen, von denen er nicht überzeugt ist, der verkauft, wie gesagt, letzten Endes Leute, die ihm vertrauen, und würde ich das machen wollen, wenn ich in seiner Position wäre? Natürlich verstehe ich. Ich verstehe, wenn man eine Weile lang Summe X verdient hat im Monat und plötzlich bleiben die Verträge aus, plötzlich wird es weniger oder du merkst, oh, ich muss vielleicht fürs Alter vorsorgen oder sonst irgendwas und hab das nicht gemacht. Ich hab jetzt irgendwie, hier, ich hab mir eine Villa gekauft, ich hab mir einen fetten Lamborghini gekauft, ich hab mir dies gekauft, das gekauft, aber ich werde ja auch nicht jünger, ich kann das nicht immer machen. Ich brauche irgendwann mal, weiß ich nicht, Pipapo. Weißt du, dass sie dann sagen, okay, dann mache ich jetzt diesen Werbedeal, mache ich, und dann lege ich das an. Das würde ich ja noch irgendwo verstehen, aber trotzdem nicht auf diese Art und Weise. Also, meine Interessensfrage. Angenommen, du guckst Fernsehen, ne? Und jetzt mal einfach nur so aus dem Interesse heraus. Angenommen, du guckst Fernsehen und siehst dann da plötzlich... Ja, du siehst dann plötzlich, ich weiß gar nicht, wie man das nehmen kann. Du siehst plötzlich einen PewDiePie, ja? Oder...
Ja, ich traue mich nicht, irgendwen jetzt als Beispiel zu nehmen. Es soll auch bloß keiner persönlich nehmen. Ist ja nur ein Beispiel. Ich nehme mich mal selbst als Beispiel. Ja, du siehst einen Gronkh und der macht Werbung für Tampons. Ja, der macht Werbung für Tampons und sagt dann, ja, dieses Tampon nimmt Geruch auf, bevor er passiert. In der Mitte des Körpers, im Inneren des Körpers. Ja, deswegen ist die Frage, was würde man als Zuschauer dabei empfinden, wenn man das sieht? Gut, Tampons ist jetzt ein krasses Beispiel, ist natürlich, oh, ich habe keine Schaufel mehr, ist natürlich eher ein bisschen lächerlich, muss ich zugeben. Aber ich würde sagen, oder du siehst einfach einen Gronkh, der plötzlich Werbung macht für ab in den Urlaub. Hey, Freunde, ich bin neulich nach Ankara geflogen, mit ab in den Urlaub habe ich den günstigsten Flug gefunden. Dann, ja, wie, was würde das für eine Auswirkung haben? Das frage ich mich tatsächlich mal. Also rein aus, oh Mensch, ich brauche Eisen. Rein aus Interesse tatsächlich. Und ich frage mich, hätte das irgendeinen Impact? Würde irgendeiner, wirklich irgendeiner der Zuschauer, würde dann sagen, oh, ab in den Urlaub. Ja, wenn der Gronkh damit verreist, dann muss ich das auch machen. Pauschaltrip in den M&M-Laden, weißt du? Eine kleine Luftveränderung einfach. Einfach mal eine kleine, du brauchst eine Luftveränderung. Besuch den M&M-Laden in London. Nee, aber ganz ehrlich, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also so wie ich halt, wie ich euch kenne als Zuschauer und so weiter, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da irgendjemand sagt, oh ja, wenn der Gronkh, dann mache ich das auch. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendeinen Impact hat. Und ich weiß auch nicht genau, warum sowas auf diese Art und Weise beworben wird. Das weiß ich einfach nicht. Ist mir ein Rätsel. It's me a Rätsel, wie ich ja gerne sage. So, also verstehe ich nicht. Gibt es eigentlich schon YouTuber, die Fernsehwerbespots machen? Gibt es das eigentlich schon? Weiß ich gerade gar nicht. Ich gucke so selten Fernsehen, eigentlich gar nicht. Deswegen kann ich da gerade gar nicht mitreden. Würde mich aber echt mal interessieren, ob es da schon wen gibt, der da vielleicht schon sowas macht. So, was wollte ich denn gerade machen? Gronkh hat auch keine Ahnung vom Urlaub, das Arbeitstier. Deswegen würde ich erst recht nicht auf ab in den Urlaub gehen. Schön. Dann bleibdochzuhause.de. Meine neue Plattform bleibdochzuhause.de. Okay, Yarov, Ape Crime lese ich gerade. Ich weiß gar nicht, wer Yarov ist. Le Floyd, Bibi, echt im Fernsehen? Weiß ich gar nicht. Davis Schulz, Le Floyd für Versicherungen. Habe ich nur auf, ehrlich gesagt, habe ich das nur auf Dingens gesehen. Das habe ich nur bei Dingens gesehen, bei Facebook. Warte mal, 1, 2, 3, hier, 6. So, 1, 2, 3. Okay, hier. Warte, ich nehme mal eine Schaufel mit. Ich weiß nicht genau, ob 3 Schaufeln reichen, wahrscheinlich nicht. Aber für eine weitere Session wird es schon reichen. Guck mal, der Berg wird auf jeden Fall... Der ist überhaupt nicht kleiner geworden. Ich nehme vielleicht noch ein paar Schaufeln mit. Ja, stimmt, wir haben damals diesen Axe-Werbespot gemacht, aber das war ja für diesen im Bett-Tag, ne? Mit diesen, was war das nochmal? Alter, das ist schon ewig her. Stimmt, wir haben das mal mit Axe gemacht, aber für diesen Day, den wir da selber gemacht haben, mit der Budi und Simon, haben wir nochmal diesen Axe-Tag gemacht, wo wir dann im Bett geblieben sind. Einfach mal liegen bleiben, lalala, einfach mal chillen. Stimmt, ich erinnere mich. Aber es sind natürlich auch ganz andere Voraussetzungen gewesen. Oder? Kann man das so sagen? Ich weiß es gar nicht. Boah, ich weiß es echt gar nicht mehr. Verdammt, ich weiß es echt gar nicht mehr. Wir haben ja unsere Sendung damals beworben. Und ab und zu kriege ich... bei Fallout 4 haben sie mein Let's Play beworben. Das fand ich ganz cool. Da haben sie mich gefragt, ob sie mein Let's Play bewerben dürfen. Aber es war nicht so, dass ich gesagt habe irgendwie, ja, spiel Fallout 4. Sondern die haben Fallout 4 hat gesagt, ja, guck Gronkhs Let's Play. Das ist was anderes. Und da sage ich natürlich nicht nein. Also das wäre natürlich doof gewesen. So. Ja, ich war da tatsächlich. Und mit meinem Video. Oh, Alter, das ist ja lange her. Wir hatten noch diese Spots für LPT, weißt du noch? Gut, das ist jetzt keine Damenbinde, da haben wir halt Werbung für unsere eigene Sendung gemacht. Stimmt ja. Das stimmt ja. Ich erinnere mich, ja. Und damals das Ding war ja für den Frieden. Das haben wir für Frieden. Eine Stimme für den Frieden. Ach ja. Oh, das war aber schön. Das hat echt Spaß gemacht. Und war sehr merkwürdig trotzdem.